Klar, und der Weg dahin, der führt auch ganz sicher über das Fahrverhalten. Weniger Autos, mehr Züge zum Beispiel. Aber das funktioniert nur, wenn es genügend Verbindungen gibt und der Service stimmt. Ja, und leider der bleibt oft auf der Strecke bzw. verschwindet von dort. Denn die Deutsche Bahn will einen Teil ihrer Reisezentren dicht machen. Fernfahrkarten gibt es dann nur noch online und an Automaten. Auch die Beratung fällt dann leider weg. Nach Wittenberge kommt man auch in Zukunft mit dem ICE. Der Bahnhof ist ein Knoten zwischen Berlin und Hamburg. Aber Fernverkehrtickets am Schalter soll man nicht mehr kaufen können, denn das ohnehin nicht besonders üppig ausgestattete Reisezentrum der Deutschen Bahn soll verschwinden. Die ODEC übernimmt hier eine Regionalbahnstrecke. Sie wird nur noch Nahverkehrstickets verkaufen. Für den Bürgermeister ein Unding. Einerseits gibt es den Deutschlandtakt, der angekündigt worden ist, also eine Frequenzerweiterung. Es soll ein Bahnsteig hier gebaut werden. 2027 soll die Landesgartenschau hier stattfinden. Und dann soll es hier kein Ticketing für den Fernverkehr geben. Ich glaube, das passt nicht so richtig zusammen. Keine Fernfahrkarten mehr am Schalter, nur noch Online-Tickets oder Automaten. Die Bahnkunden sind besorgt. Für mich wäre der Automat wichtig. Für die andere Generation oder eine ältere Generation wäre vielleicht sogar Personal wichtig. Ja, ich benutze die App auf meinem Smartphone und ich buche auch häufig Reisen online. Aber das trifft ja auch nicht auf alle zu. Und es gibt auch Kinder, die reisen und die müssen auch vielleicht einen Ansprechpartner mal haben. Das ist ja nicht anders wie eine Bank. Wenn ich da als alter Mensch stehe und komme mit den Knöpfen nicht mehr klar, da brauche ich doch jemanden, den ich ansprechen kann. Ne? Und unser Geld wollen sie alle haben. Also dann sollen sie mal ein bisschen für Service sorgen. Von den 5 Reisezentren der Deutschen Bahn in Brandenburg stehen 3 auf der Kippe. Neben Wittenberge auch Brandenburg an der Havel und Frankfurt-Oder. Das Land kann die Deutsche Bahn oder die ODEC nicht zum Verkauf von Ferntickets verpflichten, weil Brandenburg nur für den Regionalverkehr zuständig ist. Es geht jetzt um Kompromisse zwischen den Bahnkonkurrenten. Soweit ich informiert bin, klappt das für Frankfurt und Brandenburg. Aber man ist insgesamt natürlich auch im Gespräch, dass man dort gemeinsame Lösungen findet. In Frankfurt-Oder zum Beispiel verkauft bald die kommunale Stadtverkehrsgesellschaft hier Bahntickets für den Nah- und Fernverkehr. Wir übernehmen die Räumlichkeiten von der DB und werden in Zusammenarbeit mit der ODEC, unserem Partner, eine Agentur, ein Kundenzentrum dort betreiben. Für Wittenberge ist noch keine solche Lösung gefunden. Die Zeit läuft. Es sind keine 4 Monate mehr bis zum Fahrplanwechsel im Dezember.